Herr Kunzinger, Sie sind eingeladen, Ihren Vortrag zu halten zum Thema Archiv als Produktionsmittel. Erst miteinander. Es ist mir ein Satz von Kant in den Sinn gekommen, als ich dazu gehört habe. Und, ich habe den nicht gelesen, aber mal gehört. Und Kant hat gesagt, eine Demokratie, die über transparente Informations verfügt, wird nie einen Krieg vom Zaun reißen. Nun, jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Es gibt ja Demokratien, die haben ab und zu einen Krieg vom Zaun gerissen, auch in Vergangenheit, die nicht so weit weg ist. Entweder Kant hat falsch, das ist möglich. Es ist keine Demokratie, das ist auch möglich. Oder wir verfügen nicht über transparente Information, das ist auch möglich. Und Sie können sich ja die Schlussfolgerung selber machen. Hier, was wir hier darüber sprechen, ist ja vor allem über transparente Information. Und deshalb finde ich die Veranstaltung eigentlich so sehr wichtig. Jetzt, was haben wir damit zu tun? Ich hatte das große Glück, oder meine Firma hatte das Glück, dass wir mit dem Schweizer Fernsehen ein Archivsuchmaschine bauen wollen, durften. Und das Schweizer Fernsehen hat über 50 Jahre Fernsehen etwa 125.000 Stunden Video, in professioneller Qualität natürlich, und teilweise sind das, also der ganze Keller vom Schweizer Fernsehen ist eigentlich gestopft mit diesen Filmen und Videos und ist voll. Und es sind etwa 300.000 Beiträge also zu sehen, und das Ganze hat etwa 3,5 Petabyte, wenn Sie das digitalisieren. Was Sie wollen ist, Sie wollen eigentlich eine Suchgenauigkeit von 15 Sekunden, weil Sie nämlich... Der Journalist, der will nicht lange suchen, und der will nicht wie bei Google 10.000 Hits, sondern der möchte eigentlich genau auf diese Sequenz hinkommen. Im ganzen Spiel gibt es so verschiedene Teilnehmer, und das eine sind die Journalisten, das sind die wichtigsten, das sind im Schweizer Fernsehen zwischen 600 und 800 Journalisten, die mit diesem Material arbeiten. Wir haben diese Metadaten von dem Archiv, weil ohne Metadaten geht nichts. Und dann haben wir natürlich dann das Rohmaterial, das eigentliche Videoarchiv. Und damit Sie überhaupt sinnvoll suchen können, haben Sie 30 Archivare, die nichts anderes tun, als diese Rohdaten zu labeln, weil Sie sie sonst nämlich nicht finden könnten. Nun, wie passiert normalerweise, wenn Sie eine Sendung machen, dann ist es so, dass Sie da etwas produzieren, nämlich auch Metadaten, und Sie haben Video dazu. Dann wird das Ganze mit Hilfe des Archivars, heute auch was schriftlich ist, wird natürlich auch als Metadaten ins Archiv übernommen, dann mit den Videos zusammen. Dann haben Sie den Journalist, der dann eben diese Suche macht, und dann am Schluss produziert er daraus eine neue Sendung. Oder mindestens einen Teil davon, und das sieht dann so aus, das ist alles nicht so wichtig. Also Sie können sich ja das vorstellen, so ein Webteppich, der nicht da hat, ist, die Idee ist, dass er einfach sehr schnell am Ort ist. Es ist ein Produktionsmittel, und deshalb muss er extrem schnell sein. Auch das Spulen ist heute schon zu langsam, er muss gleich den Überblick haben, was läuft da in diesem Video. Ein paar Kennzahlen, das sind nicht so wichtig, das habe ich schon gesagt. Die Digitalisierung der Videodaten braucht 5 bis 10 Jahre. Also, weil das ist ja nicht etwas, das Sie von heute auf morgen machen. Eben diese 30 Archivaren und die 800 Journalisten. Das ganze System läuft seit dem 1. Januar 2009 mit Video. Vorher war es einfach nur auf den Metadaten. Und wir durften das zusammen mit IBM realisieren für das Schweizer Fernsehen. Jetzt, was vielleicht das Wichtigste ist, weshalb wird das Schweizer Fernsehen überhaupt so etwas, was ist der Nutzen davon? Es gibt zwei Nutzen. Der eine ist der kommerzielle Nutzen, weil nämlich alles, was Sie schon kommerziell gemacht haben, also was Sie schon gedreht haben, müssen Sie sich noch einmal drehen. Etwas aus dem Archiv zu holen, kostet Sie ein paar hundert Franken, etwas neu zu drehen pro Minute. Was Sie neu drehen müssen, kostet Sie ein paar tausend Franken. Das ist der erste Nutzen. Der zweite Nutzen, den hören die Politiker nicht so gern. Es ist interessant auch zu sehen im Verlauf einer Geschichte, zum Beispiel von einer Person, dass man auch Teile, die früher passiert sind,
mit Aussagen zum Beispiel, mit aktuellen Ereignissen zusammennehmen kann. Und das ist dann auch einen echten Kundennutzen. Also für uns als Zuschauer ist das sehr interessant. Die Politik findet das nicht so interessant. Also einige finden das sehr interessant, nämlich die einen Lebenslauf haben, der einigermaßen konsistent ist, und andere finden dann das halt ein schwierigeres Problem. Ich möchte ein zweites Beispiel bringen, und das ist ganz etwas anderes. Es geht ja auch um das Nutzen von Archivdaten, und der Auslöser war ein Unfall, den Sie alle wahrscheinlich mitgekriegt haben. Sie erinnern sich noch, am 8. März 1994 hat in Zürich ein Zug entgleist, und er hat einen Brand verursacht. Es sind ein paar Häuser sind völlig zerstört worden. Es war ein Zug mit Flugbenzin, und die Ursache war ein Lager. Ein Lager an einem Zug war nicht mehr gut. Und so ein Unfall hat auch jetzt, es hat gerade keine Toten gegeben, nur Verletzte, aber hat immerhin also zwischen 50 und 80 Millionen Kosten verursacht. Also es ist nicht ein Pappenstiel. Und die SBB hat gesagt, wir wollen nicht mehr von dem. Und deshalb haben sie ein System installiert und haben gesagt, wir müssen die Temperatur der Radlager überwachen. Und hat in der ganzen Schweiz ein solches Sensorsystem installiert, das sie im Gleis drin haben. Sie sehen das da angetönt, das soll die Schiene sein, links und rechts. Und da haben sie die Sensoren, die messen beim Zug, der vorbeirast, messen sie die Temperatur der Lager und natürlich auch gerade der Bremsen. Und das macht man heute in der ganzen Schweiz. Also Sie sehen so, diese grünen Punkte, das sind alles solche Messpunkte. Und diese Messpunkte, die gehen zusammen und gehen natürlich, alles was da ist, also wenn da ein Alarm, dann gibt es eben einen Alarm, da ist eine Temperatur zu hoch, und dann gibt es einen Prozess, was passiert jetzt da, der Zug wird gestoppt und angehalten, und dann wird gesehen, was gemacht wird. Also beispielsweise da entsteht irgendwo von einem Sensor ein Alarm, dann gibt es einen, Sie sehen da, die Temperatur ist so hoch, jetzt in diesem Fall über 75 Grad, es gibt einen Alarm, dann gibt es einen Experten, der da schaut, und der sieht jetzt anhand von diesem Bild, das war ein Fehlalarm. Was aber interessant ist, ist nicht, also das ist schon sehr interessant, das ist sehr gut, aber es gibt etwas, das noch interessanter ist, nämlich im Hintergrund werden da die Daten gespeichert, und zwar ist es so, dass Sie haben da etwa 1 Megabyte Daten pro Messung. Sie machen pro Tag, produzieren Sie da etwa 10 Gigabyte Daten über diese Messungen. Und mit diesen Daten, da sind nicht nur die Messdaten drin, sondern die sind auch Daten drin über den Zug. Wer ist der Operator? Von wo nach wo fährt der? Was für ein Problem hat er? Was für ein Problem hat welcher Wagen? Und dieser Inhalt, der da entsteht, das ist ein enormer Wert. Und der wird im Moment von der SBB überhaupt nicht genutzt. Also da könnten Sie beispielsweise, wenn man über diese Daten verfügt und die selber auswerten würde, könnte man damit sagen, den ganzen Materialfluss, also Sie könnten fast sagen, was wird durch die Schweiz transportiert, mindestens auf der Schiene, hätten Sie eine Statistik, die ist relativ genau, und die kommt einfach so als Nebenprodukt heraus. Sie sehen auch, von welchen Ländern nach welchen Ländern geht dieses Material und. Natürlich, das ist dann so teilweise eben auch sensitive Information. Sie können sogar sagen, wer genau. Also mindestens wissen Sie den Zielbahnhof, und wenn Sie dann noch ein bisschen das korrelieren mit Informationen, dass Sie wissen, welche Industrie ist da in der Nähe, dann haben Sie extrem interessante Informationen. Und es ist natürlich eine Frage, will man so etwas überhaupt offen machen oder nicht offen machen. Neben diesem Wert von diesem Archiv, das nicht erschlossen wird oder nur ganz wenig erschlossen wird, und das ein Riesenpotenzial hat, hat es natürlich auch Nutzen für die SBB, also Nebennutzen ist so, dass, weil wir diese Zentralen gemacht haben, können Sie die Sensoren, die eigentlich das teuerste ist, können Sie die einkaufen, von wem Sie wollen. Sie haben da auch ein bisschen ein Open-System gemacht, dass Sie eben nicht gesagt haben, dass die Sensor, also die zentrale Software ist von Siemens oder von
Bombardier oder wem auch immer, und die, sie können deshalb nur diese Sensoren einsetzen. Wenn sie eben ein offenes System haben, können sie dann auch beliebige Sensoren machen, und das ist natürlich für sie extrem interessant. Ich will da auf die Details nicht eingehen. Also das Schöne ist, seit der Einführung hat es keinen einzigen Unfall mehr gegeben von diesem System. Also wegen Highspan, also wegen dem, oder? Es gibt natürlich auch noch andere Ursachen für Unfälle, es gibt nur, nicht nur diese, aber das ist immerhin, diesen Unfall hat man quasi erlösen können. Und die Qualität von einem solchen System, eben auch die Daten zusammenzuziehen, das ist viel höher als Sie mit einem einzelnen Sensor, können Sie das nicht das gleiche Resultat erzeugen, weil durch Trendanalyse beispielsweise über mehrere Sensoren hinweg können Sie auch sehen, gibt es Bremsen oder Lager, die sich anders entwickeln als diese. Eben es bringt einen mehr Nutzen jetzt, diese Vernetzung, und der Mehrwert der Daten ist noch nicht ganz erschlossen, und da steht noch mehr drin. Einfach noch zwei, drei persönliche Bemerkungen. In technischen Systemen kann die Archivierung und intelligente Nutzung kann einen hohen Mehrwert generieren. Dann, was ich auch so, was ich persönlich einfach auch das Gefühl habe, dass prinzipiell sollten eigentlich Daten, die mit öffentlichen Geldern entstehen, sollten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Deshalb sind wir ja hier, oder sonst würden wir das wahrscheinlich gar nicht veranstalten. Und natürlich, dass die persönlichen Daten dann auch dass die persönlichen Daten davon ausgenommen sein sollten, das ist auch klar. Und das Letzte, was für mich auch noch wichtig ist, irgendein Archiv darf oder muss auch ab und zu vergessen. Also stellen Sie sich vor, wir könnten nicht ab und zu vergessen. Natürlich, der Archivar hört das sicher nicht gern. Aber auf der anderen Seite, wir müssen vergessen können, und das muss auch das Internet muss vergessen können. Ich will schließlich auch nicht an meine Kinder Sünden, was wir da alles gemacht haben, immer wieder erinnert werden. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören.